In seiner Bergpredigt im Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 7 sagt Jesus Christus: Glückselig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Das ist eine Verheißung Jesu Christi, und Barmherzigkeit liegt Gott sehr am Herzen, denn unser Gott ist ein barmherziger Gott. Es wird immer wieder darüber geschrieben, wie barmherzig Gott ist, und ich möchte einfach nur zwei, drei Bibelstellen hier anführen. Die eine finden wir auch weiterhin in der Bergpredigt, Kapitel 5, Vers 45, wo es über Gott geschrieben steht, dass er die Sonne aufgehen lässt über die Guten und die Bösen, über die Gerechten und über die Ungerechten. Ferner im Matthäusevangelium Kapitel 5, Vers 13 finden wir seine eigene Aussage, wo er sagt, ich will Barmherzigkeit, nicht Opfer. Und dann finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 50, dass seine Barmherzigkeit von Geschlecht zu Geschlecht währt bei denen, die ihn fürchten. Fürchten wir wahrlich Gott? Leben wir in seiner Barmherzigkeit? Und leben wir als Nachfolger Jesu Christi wahrlich die Barmherzigkeit Jesu Christi?